gut. Ja, Bruder. Hast du sie reingetan? Ja, ich, aber ich wusste ja nicht, dass sie mit dir nichts zu tun hat. Die hat Meldung gehabt, Meldung. Ach so, Nabil, wie geht's? Alhamdulillah, gut, wie geht's dir? Du hast auch eine Meldung, Mahmoud. Ich hab keine Meldung, nein. Oh, die kurze Offline und komm wieder online, bitte, Bruder, sonst. Nein, ich geh ganz raus, ich hab keinen Bock mehr auf TikTok. Bruder, ich wollte Nabil grüßen. Habil, Nabil, meld dich mal, Bruder. Nimm mich mit, Nabil. Barello, eine Frage. Du hast mich angeschrieben vor zwei Tagen wegen Kampfbox und so. Ja, Kampfbox. Also, guck mal, was ist, kämpfen wir? Ja, wir kämpfen, Bruder, 100%. Ich muss eine Sache sagen, Walla, Nabil, die haben Kurt Ivo geschlagen, haram, Bruder. Wer? Die Albaner waren da vorgestern. Hä, warum? Hat mit Albaner nichts zu tun. Ich schwör auf meine Mutter, die haben sogar ein Video gemacht. Bei Allah, Bruder. Welche Albaner, Bruder? Welche? Ich weiß nicht, Bruder. Walla, irgendwelche Albaner haben den gehauen, aber richtig. Aber warum Albaner? Hat mit Papa Kralle Stress? Nein, Bruder. Ich sag dir vorgestern, Bruder. Vorgestern. Walla, ich sag dir ehrlich. Warst du nur so gestern live? Nein, gestern war er nicht live. Der war nicht live, ne? Nein. Ja, siehst du, das ist vorgestern nachts passiert. Bruder, ich habe ein Video gesehen, Bruder. Du weißt doch, ich lüge nicht, Bruder. Ja, ich weiß, Bruder. Aber du hast bei mir auch oft gelogen, Mahmoud. Bei mir? Bei mir? Ja, aber nein. Ich habe nie geschworen bei dir, wegen dieser Maschara. Ja. Und du wusstest auch, ja. Aber haram, Wallah, Bruder. Ibu tut keiner so was, ja. Ja, Wallah, ja. Ja, Wallah. Der ist ein sehr guter Mensch, Wallah. Du weißt doch, wie der ist. Okay, also, wir wollen unser Sim dazu lassen, was Santiago betrifft, Anis und Zeus. Also, guck mal, ich muss eine Sache sagen, ich mach ganz kurz, guck mal, ich mag Mois nicht, ich hasse ihn richtig. Sag nicht. Aber Wallah, das hat sich für mich, macht diesen Song jetzt bestätigt, dass der mit dieser Sache, mit der Anis recht hatte. Und trotzdem rechtfertige ich das nicht, dass der über die Mutter seiner Kinder redet, das gehört sich nicht, weil er hätte das auch so verheimlichen können, privat werden, sonst er hat den Ruf seiner Ex-Frau kaputt gemacht. Aber auf der anderen Seite finde ich auch Santiago richtig ehrenlos, dass er sowas so in den Song die Stellungen sagt, wie der Aua Aua, Flutschi Flutschi mit der macht und sie trägt da so eine Schlange. Die Schlange soll ihr Gött rein. Also beide ehrenlos. Zitat zu Ende. Danke für deinen Seven. Ich gehe raus, Bruder, ich liebe euch. Passt auf euch auf. Schlimmstes Segment auf dieser Welt. Barelle unter mein Eier, Jakob. Ich liebe dich. Ciao. Salam alaikum. Ayo, salam. Yalla, Nabil, bye. Yalla, salam alaikum. Ey, warum holst du denn immer wieder rein, Herr Barelle? Ich dachte, nee. Mahmoud. Du hast ihn reingeholt. Ey, bitte auf. Du bist so ein Wichser, Alter. Bruder, ich schwöre, du hast ihn reingeholt. So, meine Damen und Herren, in den letzten Tagen ist viel passiert. Barelle. Willst du anfangen, oder? Guck mal, an alle Leute, warte, sind nur 1K bei mir. Wie viele sind bei dir? Auch nur 1K. Nee, es müssen 3K wenigstens sein. 3K, 3K, damit alle mitbekommen. Weil das ist kein kleines Statement, das ist ein großes Statement. Leute, teilt alle dieses Stream nochmal. Teilt schon. Ah, 1,1K. Guck mal, Nabil, ich werde Opa Fragen stellen, weil du kennst die Leute auch privat. Ja. Ist nicht das gleiche wie ich und du. Ich lasse meinen Senf dazu. Soll ich richtig auspacken, so schon viel vorher, oder? Bruder, viel vorher und so, Bruder. Ja, wenn du einfach so normal auspackst, das kann ich genauso. Ja, tamam. Ich will von Anfang an, wie brüderlich waren die? War er besser mit dir und mit Sinan und so, oder war er besser mit denen? Weil er sagt, bester Freund war der. Wie kann man, an was macht man das fest, dass er bester Freund war? Die haben sich so die Finger gegeben. Wie? Wie du und ich, weißt du noch, wo wir im Hotel waren, wir haben doch so gemacht. Ja! Okay, Leute, danke fürs Lied. Aber Bruder, jetzt guck mal. Was hältst du von dieser ganzen Situation und wie ist das mit Mois passiert, mit Santiago und mit Anis? Bevor ich anfange, sei ehrlich, Barello, wo du das gestern, du hast das Video bestimmt gestern gesehen, ne? Ja, warte mal, ich hab ganze 25. Hat dir das im Herzen wehgetan, obwohl du die Person nicht kennst? Sei ehrlich. Ich schwöre auf alles, weißt du, wie sehr mir Mois leid getan hat? Ja, aber hat dich das nicht ein bisschen verletzt, obwohl du die Person nicht kennst? Wallah, ich schwöre, ich hab angefangen fast zu weinen und ich habe Liebeskummer bekommen für Mois irgendwie. Ich hatte diese, keine Ahnung, mein Herz hat geblutet, obwohl ich damit nichts zu tun hatte, Wallah. Also weißt du warum? Weil guck mal, du kennst Mois auch in Nation und so, ne? Ich will ihn auch nicht gut reden, weil du weißt besser, wie er tickt und so, ne? Ja. Aber Mois, ich glaube, Mois wurde so sehr, meine Meinung, ne? Danach gibst du deine Meinung.
Weil ja, nicht deine Meinung, du gibst auch Wichser, die Wahrheit erzählst du. Ein paar Informationen gebe ich weiter. Informationen, genau. Meine Meinung ist, Bruder, natürlich hat Mois übertrieben, indem er sie beleidigt hat, die Kinder beleidigt hat. Aber ich glaube, Mois wurde so sehr verletzt von seiner eigenen Frau. Weil stell dir vor, man ist verheiratet, man hat Kinder und die Frau geht fremd. Dann liebt man auch eigene Kinder nicht mehr. Weil du denkst, ich habe mit der Frau diese Kinder gemacht. Meine Kinder kamen nicht vom Himmel. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, der war so verletzt von dieser Frau, dass er eigene Kinder angefangen hat zu beleidigen. Guck mal, du musst dir vorstellen, Barello. Ja. Dieser Mensch, der hat niemanden mehr gehabt, nur noch seine Frau. Einen anderen. Ja. Okay, das heißt, seine Frau war sein bester Freund. Ja. Der hat niemanden mehr auf dieser Erde gehabt, nur noch der letzte Halt, den der hatte, war seine Frau. Und wo waren die Freunde, wenn ich fragen darf? Warum waren nur die Frau? Also nachdem die Freunde gegangen sind, ne? Oder genau, genau. Nachdem die Freunde weggegangen sind. Aber auch so allgemein, Mois war an sich eher so ein kalter Typ. Du konntest nie richtig wirklich mit denen warm werden. Nein, ne? Nein, also der war immer so. Aber ich denke mal, dass er zu Hause anders war. Ah, okay. Aber diese, guck mal, weißt du, warum ich Mois geglaubt habe, was er über Anis erzählt hat? Ja. Weil guck mal, wäre Mois ein narzisstischer Mensch, ne? Hätte er gesagt, nein, ich habe das nicht gemacht. So, Mois hat selber zugegeben, ein Mensch, der zugibt über sich selber und dann über diese andere Person auch auspackt. Der Person kann nur die Wahrheit erzählen. Barello, was hätte er denn machen sollen? Die hat alles schwarz auf weiß gehabt, oder? Ja, soll der sagen, nein, stimmt nicht. Der musste irgendwann mit offenen Karten. Nein, Bruder! Was heißt schwarz auf weiß, Bruder? Ich kann auch sagen, ich habe mit Neville gechillt und mir selber krass und sagen, das hat Neville mir angetan. Ja. Weil guck mal, wie nennt man Bruder, wenn eine Frau anfängt zu weinen und so, ne? Morgen übermorgen kann eine Frau hier in TikTok live kommen, hat sich mit ihr getroffen und sagen, Neville hat versucht mich zu vergewaltigen. Jeder wird glauben, wenn sie anfängt zu weinen. Ja, aber deswegen, das ist... Viele Leute sind reingefallen von dieser, was sie getan hat und so. Einer auf Wein, einer auf Opfer, einer auf dies, einer auf das. Verstehst du, was ich meine? Alle würden reinfallen, Bruder. Aber guck mal, Barello, es gibt hier häusliche Gewalt, weißt du? Natürlich gibt es. Und was ich schade finde, ist, wenn vielleicht Frauen sowas ausnutzen. Und denen das nicht widerfahren ist. Verstehst du? Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Oder am Ende des Tages, die einzigen, die mir wirklich in der Situation leid tun, sind die Kinder, Bruder. Weißt du? Weil die werden früher oder später das sehen. Und ich frage mich, mit welchem Gesicht Anis, ja, die wird sich das doch angehört haben. Verstehst du? Die wird dir nicht einfach sagen, mach. Die wird sich das angehört haben. Und die Sachen, die gefallen sind, diese Worte, das wird ihr Sohn irgendwann in 15, 20 Jahren hören. Und mit, weißt du, ich glaube, die ist gerade in so einer Bubble, dass sie denkt, so ein Kleid, wir beide gegen die ganze Welt. Ja, ja, Bruder, ich kann alles verstehen, ich kann alles verstehen. Aber er sagt, guck mal, er sagt, er liebt Anis jetzt, ne? Die haben sich geliebt, ein Datum hat er erzählt und so, wie ist das? Aber wie kann er sagen, mein Sohn wird irgendwann deine Tochter? Dann sind die doch Geschwister, die Kinder. Dann sind die wie Geschwister, oder nicht? Ja, ja, boah, das war hart. Das war ein harter Spruch, ne? Dieser Mensch, der... Aber weißt du, was die krasseste Line war? Dieser am Ende, wo er gesagt hat, deine Kinder nennen mich Papa. Bruder, ja, das hat so weh getan und so, ne? Aber Bruder, kann ich eine Frage stellen? Bitte. Kennst du Anis persönlich eigentlich in der Zeit, früher und so? Ja, das Thema hatten wir schon mal. Guck mal, ich sag dir offen ehrlich, guck mal, bei uns im Islam ist nicht ohne Grund Männer und Frauen sind getrennt. Verstehst du? Weil sobald ein Mann und eine Frau alleine im Raum sind, ist immer der Teufel mit dem Spiel. Ja, weißt du, was ich meine? Aber es gibt Männer und es gibt Hurensöhne. Okay? Das passt gerade nicht. Nein, ohne Spaß. Wenn ich jetzt wenn ein Freund von mir zu sich nach Hause einlädt, seine Frau ist wie meine Schwester. Ich gucke sie nicht an. Hättest du mich heute gefragt, du hättest mir ein Bild von Anis gezeigt und hättest gesagt, ey, kennst du die? Ich würde sagen, nein. Ich war bei den Typen so oft zu Hause, ich habe seine Frau noch nie angeguckt. Okay. Das macht Sinn. Es gibt Leute, die schauen so, wollen diese Geilheit, die Frau, und es gibt Leute, die gucken einfach auf den Boden. Die wollen die Frau gar nicht angucken. Und wenn du wenn du ein Dayus bist, Bruder, wenn du Männer zu dir nach Hause lässt, also irgendwo, ich will nicht sagen, der ist selber schuld, aber anscheinend ist er. Er hat ihn als Bruder eingeladen. Er hat den als Bruder eingeladen. Aber wie kam Anis mit dem in Kontakt? So,
Also, wo ich das nicht gemerkt habe, das verstehe ich alles nicht. Das ist, guck mal, das ist auch nicht seit Dezember. Bruder, es geht, ich weiß nicht, ob es schon so lange geht, aber es gab mal so eine Line von Asche gegenüber Anis und da haben sich alle gefragt, was meint er damit? Was ein Line genau, kannst du das sagen? Ich habe die Line jetzt nicht im Kopf, vielleicht haben die Leute das hier. Welche Line, Leute, genau? Schreib die mal bei dir rein, bei mir schreibt keiner. Silberparadies, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Grüße gehen raus nach Tirol. Okay, erzähl weiter. Okay. Das Gerücht existiert schon länger. Und ich weiß das schon, also obwohl ich mit Mois nicht im Kontakt war, ist mir das schon zu Ohren gekommen, letztes Jahr Juni. Und die sagen, die sind erst im Dezember zusammengekommen oder haben sich kennengelernt. Das stimmt aber nicht so ganz. Okay? Und Mois größtes Problem, der hat das ja auch irgendwann erfahren. Aha. Der hat das irgendwann erfahren und sein größtes Problem war, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt. Also das, was heute wahr geworden ist, war seine größte Angst. Deswegen hat er sich zu dem Menschen entwickelt, der er ist. Und die Drogen haben das Ganze verstärkt. Jetzt irgendwo musst du dich auch in seine Lage reinversetzen, Barello. Ja, 100%. Ich sag doch, wenn man so verletzt ist von einer Frau und dann noch Kinder und dann geht noch fremd und dies und das und Drogen dazu, natürlich passiert sowas. Der größte öffentliche Druck, das war, glaube ich, seine größte Angst. Dass sowas an die Öffentlichkeit kommt. Und die Art und Weise, wie die es gemacht haben. Bruder, das ist sehr weit von Gott entfernt, sehr, sehr gottlos. Also sag dir offen und ehrlich. Aber okay, am Anfang, wo Anis geredet hat, dieser Statement 1 bis 10, hast du ja geglaubt, sei ehrlich. Ich wusste, dass das nicht stimmt. Also, guck mal, es gibt gewisse Punkte, ich war nicht mit dabei, aber ich würde das nicht abstreiten, so, dass sie gehauen wurde und, aber wer weiß, was sie getan hat, guck mal, eine Gewalt rechtfertigt man nicht, kann man nicht rechtfertigen. Aber wer weiß, wie sie mit ihnen umgegangen ist und was sie ihnen alles zu Ohren kommen lassen hat. Weil allein im Video, die macht diese Szene so. Ja, ich schwöre, das geht nicht. Und wer weiß, ich persönlich, hab Mois mit grauer Jogginghose gesehen, der hat schon so ein Ding. Guck mal, es geht doch nicht. Nein, guck mal. Nein, aber das ist was Sachen so. Guck mal, wie hinterhältig und wie, man sagt ja nicht umsonst, wenn man an dich rankommen will, schickt man entweder den Teufel oder eine Frau, oder in dem Fall war es bei ihm leider eine Frau. Und, oder die Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist, ist alles andere als schön. Guck mal, die war die ganze Zeit vorne, verstehst du? Wenn Mois jetzt klug ist, setzt er sich an die Öffentlichkeit und entschuldigt sich erstmal bei jedem, den er Unrecht getan hat und sagt, ey, ich habe so eine schwere Zeit durch. Viele von euch konnten das gar nicht nachvollziehen. Aber jetzt wisst ihr es. Und ich konnte schwer damit umgehen. Ich musste mich kontrollieren. Verstehst du, was ich meine? Aber ich kann dieses Kontrollieren. Aber das ist schwer, sich zu kontrollieren. Ja, deswegen. Also, Bruder, guck mal, ich kenne Mois auch persönlich. Ich bin dir ehrlich, ne? Du weißt schon, dieses Statement, was wir gemacht haben. Mois ist ein Bruder. Und hat mir selber gesagt, ne? Nach dem Treffen und so hat er mir selber gesagt, 10, 15 Videos kann ich nur für deinen YouTube-Kanal machen, werd groß. Er ist schon ein Gönner, ob man das sagen will oder nicht. Ich glaube, der hat dir so viel gegönnt und so, ne? Dass Leute das ausgeprägt haben. Barello, du darfst nicht vergessen, wärst du ein Obdachloser, denkst du, der wäre zu dir gekommen und hätte gesagt, Barello, hier, bald Chance, werd groß? Nein, du, okay, Bruder, das nicht, du hast irgendwo auch deinen Namen gehabt und ich sag dir offen und ehrlich, du warst einer der Einzigen, der den Plattform gegeben hat. Das darfst du auch nicht unterschätzen. Verstehst du? Ja. Du denkst, du nutzt ihn aus, dabei hat er dich ausgenutzt. Bruder, aber Leute haben geschrieben, das ist Tiefpunkt. Wie kann man mich ausnutzen? Ich bin verbrochen, Bruder. Egal, wie verbraucht du bist. Die Leute können... egal, wer was anderes sagt, die Leute lieben dich und du hast sehr viele Leute unterhalten. Du hast auch deine Marken. Jeder von uns hat seine Fehler mit sich zu tragen. Jeder hat Fehler gemacht. Aber am Ende des Tages, egal wer was anderes sagt, du bist TikTok. Egal wer über TikTok geredet hat, hat über Barello geredet. Boah.
das waren Zeiten, das waren Zeiten. Das waren natürlich, das waren sehr, sehr schöne, sehr erinnerungsreiche Zeiten. Aber letztendlich, ich sagte ehrlich, guck mal, dieses Thema, das ist ein sehr, sehr krankes Thema. Und was sie ihn jetzt damit angetan hat, ist schlimmer als ihre Schläge. Also du kannst einen Mann nicht mehr demütigen. Hab Streit mit 10 arabischen Großfamilien, hab Streit mit Rocker-Gangs, hab Streit mit jedem, aber hab nicht Streit mit deiner Ex-Frau. Ich schwöre, stimmt. Ja. Und ich weiß nicht, der Santiago hat auch eine Line gebracht mit Mikro. Ich weiß nicht, ob der das so auf Lust hat. Genau, genau, das wollte ich auch erwähnen. Das wollte ich auch erwähnen. Genau, genau. Was meint er damit? Ich weiß nicht, vielleicht will er mir ein Blasen und ein Mikro dafür haben oder keine Ahnung. Er sagt, Bruder, aber durch Gerüchte habe ich mitbekommen, der Santiago ist gar nicht in Europa. Bruder, ich sag dir offen und ehrlich, guck mal, das ist eigentlich gar nicht so meine Art zu reden. Aber das, was dieser Mensch gemacht hat, hat nichts anderes verdient, als so über ihn zu reden. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Es ist vielleicht besser für San Diego, dass er nicht in Europa ist. Weil ich habe wirklich auch ein paar Anrufe bekommen von Leuten. Ich will jetzt nicht zu viel den Preis geben, aber es haben ihn sehr viele auf dem Kicker. Für das, was er getan hat. Ich habe 20 Anrufe heute bekommen. Auch. Ja, ne? Ich schwöre auf alle. Jeder will wissen, wo er kommt. Er weiß nicht, worauf er sich einlässt oder worauf er sich eingelassen hat. Und das hat nichts mit Mois zu tun, ne? Aber Bruder, jetzt ist eine Frage. Jetzt ist eine klasse Frage, ne? Guck mal. Denkst du, Anis wird irgendwann sagen, ich wurde von San Diego gezwungen und gedrängt, das zu machen? Das wird sie nicht machen, aber irgendwann wird sie aus ihrer Bubble aufwachen und sich denken, was habe ich da gemacht? Und das wird spätestens an dem Tag sein, wo er sie verlässt. Also denkst du, die sind wirklich zusammen oder ist das nur für ein Video jetzt? Nein, die sind zusammen, Bruder. Die sind richtig in Love Story, Bruder. Die denken, wir beide gegen die ganze Welt. So denkt die gerade. Und deswegen, die finden das gerade cool. Die liegen mit ihnen auf der Couch, so, haha, guck mal, wir haben es denen voll gezeigt und so, dies, das. Aber was man auch nicht vergessen darf. Aber früher hat man so gemerkt, dass sie Fame-Guy ist? Und ab wann kam diese Fame-Guy? Das frage ich mich auch. Die sind gerade so wie Bonnie und Clyde, Bruder. Das ist so, wir beide gegen die ganze Welt. Ich weiß nicht, vielleicht jetzt durch ihre Statements hat die viel Zuspruch bekommen und hat sich gedacht, ey geil, Alter, ich habe denen gezeigt, wo es lang geht und jetzt lege ich noch einen drauf. Aber weißt du, was Sache ist? Guck mal, Leute sind so, zum Beispiel, wo sie Statement gegeben hat und wo jeder hat Mois gehasst. Jetzt auf einmal ist jeder auf Mois Seite. Ich hab von Anfang an gesagt, die ist nicht ohne. Die hat sich mit diesem Statement, mit diesem Video, hörst du mich? Ja, ja, ja. Hängt es bei mir oder bei Barelle, Freunde? Nein, bei dir hängt gar nicht, Bruder, hängt gar nicht. Ich höre perfekt. Hallo? Ja, ja, hallo. Hat bei mir gehangen oder bei dir? Bei dir ganz bisschen, aber man hört perfekt. Okay, gut. Die hat sich ein extremes Eigentor damit geschossen. Am besten, die hätte einfach die Fresse halten sollen. Das wäre besser für sie gewesen. Ey, Bilal, das ist kein Gast. Nebel, das Ding ist, guck mal, bei Anis und so, ne? Oder Anis heißt sie, oder? Anis, ja. Anis, genau. Bei Anis und so ist... Ich glaube, er wollte nur Mois verletzen. Deswegen hat sie das getan. Nur um ihn zu verletzen. Sie wollte ihn verletzen, aber sie hat sich selber damit verletzt. Und die meisten, die darunter leiden werden, sind die Kinder. Und das ist das, was mir am meisten leid tut. Weißt du, weil die werden irgendwann erwachsen und das Internet vergisst nie. Und wie kannst du dich als gestandene Frau mit 2 Kindern in einem Musikvideo hinstellen und dir anhören, wie er dich fingert und leckt? Verstehst du, was ich meine? In was für eine Welt sind wir angekommen? Tamam, Bruder, das ist, guck mal, da redet sie über sich selber. Guck mal, wenn jemand über dich redet und so, du kannst das zulassen. Aber über deine Kinder, du kannst das nicht zulassen, dass er sagt, mein Sohn wird irgendwann meine Tochter. Das ist schlimmer als das, was jemand hat über sie. Weil also, sie kann für sich selber bestätigen, ja, du darfst das machen. Aber die Kinder sind damit nicht einverstanden, verstehst du, was ich meine? Also guck mal, in was für eine verlorene Welt wir angekommen sind. Er sagt ihr Gesicht,
ich zeuge ein Kind mit dir, was dann deine Tochter, du weißt, was ich meine, so, was für kranke Fantasien die haben, ja? Aber Bruder, was waren diese Audios von Dings da, von Mois zu eigene Mutter, so, diese... Du hast einfach gemerkt, dass der Typ gebrochen ist. Er weiß nicht, also sag dir ehrlich, was ich jetzt Mois raten würde, Mois an dieser Stelle, wenn du das siehst, geh zurück zu deiner Familie und find den Weg zu deinem Glauben zurück. Das ist das Einzige, was dir helfen kann. Wallah, Mois, was Thema Islam angeht, ne, der kennt sich so gut aus. Ich erwähne ihm was und so, er kann direkt einen Hadith erwähnen. Wallah. Okay. Er ist richtig gläubig eigentlich, ja, aber ich weiß nicht. Nur manchmal ist es leider so, dass er nicht weiß, was er redet. Also, dass er der Meinung ist, dass die Übersetzung dem entspricht, was er sagt, aber... Wenn die Leute kein Wissen haben, schenken sie ihnen Glauben. Und das ist auch nicht richtig. Also, am Ende des Tages, die einzigen, die dir helfen können, ist, glaube ich, deine Familie. Oder komm hier nach NRW, entschuldige dich bei ein paar Leuten. Mach dich gerade für das, was du gesagt hast. Bei wem muss man sich entschuldigen, zum Beispiel, wenn er da ist? Aber es gibt schon ein paar gewisse Leute, denen der Unrecht getan hat, was auch nicht korrekt war. Aber kannst du ein paar Namen erwähnen, Bruder? Weil ich weiß gar nicht, wer. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hab's nur so mitbekommen. Ich schwöre, irgendwo tut er mir leid. Weil den Menschen, den ich kennengelernt habe und den Menschen, den ich heute sehe, das sind zwei verschiedene Menschen. Und Mois ist irgendwann so einer, du musst dir vorstellen, irgendwann so in 20 Jahren, so unsere Kinder laufen rum und die sehen einfach einen Obdachlosen und die sagen, ey, der war mal früher Millionär und der hat YouTube von uns gemacht. Weißt du, was ich meine? Ey, das tut so weh, ne? Sag sowas nicht. Ich bin dir ehrlich, Nevin, ne? Von Leuten, die ich nicht so gut kenne, ne? Aber auch gut kenne, ist Mois. Ich kenne ihn irgendwie nicht, aber irgendwie kenne ich ihn auch. Ja. Mois ist der Einzige, wo ich sagen kann, wirklich, 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 der ist schon irgendwie ein Ehrenmann, ja? Allein wie sehr er Leute geholfen hat, viel er gespendet hat. So. Ja, der hat doch viel Scheiße gebraucht. Man auch nicht. Guck mal, nur weil ihm das jetzt widerfahren ist, soll man nicht seine schlechten Taten gut reden. Verstehst du? Dieser Mensch hat eine schwere Zeit gerade durch. Aber er ist genau an dem Punkt, wo er jetzt ist, weil er das gemacht hat, was er gemacht hat. Früher oder später will ich Gott bloßstellen für die Taten, die wir vielleicht nicht sehen, die du gemacht hast, die nicht korrekt waren. Die Leute sagen, an Salah Sado hat er eine Ansage gemacht. Stimmt? Weiß ich nicht, Herr Barille. Kann ich dir nichts zu sagen. Ach so. Aber das tut so weh, ne? Also. Was würdest du Mois jetzt raten? Also, wie ich Mois kenne und so, ich würde sagen, erstmal mach eine Pause, aber nicht lange Pause, damit der Hype nicht weg ist. Mach kurze Pause und in der Zeit versuch, dein Instagram zu entsperren. Weil nur da kann er ein richtiges Statement geben, weil so kann ich nicht wissen, wo er irgendwas postet. Ja. Er kriegt gerade auf Kick live, ne? Immer auf Kick. Hab ich mitbekommen. Ich weiß es nicht. So habe ich mitbekommen, ne? Er geht dort live. Aber Bruder, ich würde ihm sagen, mach eine Woche Pause, versuch deinen Account zu entsperren. Und dann gib richtig Gas, Bruder. Aber nicht mit dieser Psychosen, sondern mit Musik. Bruder, wallah, ne? Ich habe viele Lieder gehört in letzter Zeit, ne? Aber mit dieser Song Albtraum. Bruder, der Typ hat Talent, warum hat keiner... Ja, der wurde noch nicht gescoutet, Barello, wie du. Nein, Bruder, ohne Witz, der ist wirklich gut. Der braucht einen Scout. Geh den helfen, der Bill, er hat dir auch geholfen. Womit hat er mir geholfen? Ich verstehe das nicht, ja? Warte, die Leute, guck mal, die verstehen nicht Kunst und Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja klar. Die Leute denken...